Wir kaufen heute den kompletten neuen Shop zum 1. April mit dem neuen Dünger Spike Skin, pushen in den Solo Showdown und haben eine neue Brawlball Challenge mit einem krassen Pin und einigen Belohnungen. Viel Spaß! Creator Code JoJonas. Und damit legen wir direkt los. Wir sind bei 4400 Trophäen, also auch fast 5000 schon. Und, ne, damit leider nichts, aber im Shop haben wir, zack, da haben wir, oh, wir kriegen noch einiges vom Melody-Paket. Sekunde mal, wir kriegen noch 80 Gratis-Juwelen erstmal. Ja. So, dann haben wir so einen schwitzenden Melody-Pin und den singenden Melody-Pin. Okay, ihr seht schon, da ist das Skin im Shop. El Baby High ist auch im Shop. Junge, warum ist der A-Team im Shop? Aber, wer ist Skin? Digga, der ist seit 3 Jahren raus. Und zwar noch ein Broadpass-Skin. Sekunde, wieso kommt der Broadpass-Skin einfach in den Shop? Okay, komm, wir kaufen so ein Münzenpaket. Ich kaufe ja immer die Münzenpakete. Powerpunkte brauche ich auf gar keinen Fall. Wenn auch Hypercharges und so in Zukunft sind halt immer gut. Wer nämlich supporten wollt, denkt wie immer an Creator-Code JoJonas und damit starten wir rein. Mit Spike. Okay, ich würde sagen, machen es folgendermaßen. Erstmal die ersten Routen, erstmal Gadget und so testen und dann kommen wir direkt zum Skin. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Also erstmal jetzt Power Level 7, kaufen uns nach und nach die Fähigkeiten. Und dann bin ich gespannt, wie das Ganze dann im Vergleich direkt mit dem neuen Skin aussieht. Erstes Gadget erstmal. 3 Nadelwellen haben wir mit 896 Schaden. Auf geht's. Ah, noch ganz wichtig, wir haben noch die L Baby High. Nee, die heißt nicht L Baby High, die heißt Baby High Bloodshot Challenge. 6 Startups auch noch. Die werden wir safe auch noch machen und natürlich den neuen Pin gewinnen. Auf geht's, allererste Runde, wie gesagt, ohne Skin. Dann Star Power, dann Maxen und dann auf jeden Fall auch noch den Skin. Erstes Gadget, ich sag ehrlich, das Gadget ist gerade für Tresorops sehr krass. Ich glaube, ansonsten ist es eher nicht so gut. Weil die Kisten klingen eigentlich auch relativ krass. Hier 3 Cubes instant. Spike out vor allem ein sehr starker Brawler. Junge, was geht hier ab, hä? Sehr, sehr wilde erste Runde. Und ich muss ehrlich sagen, irgendwie war das Gadget gar nicht mal so schlecht. Aber lag auch daran, dass wir halt noch sehr low spielen. Aber für die Kisten, vor allem, wir haben voll schnell Kisten bekommen damit. War ziemlich geil. Let's go. Digga, er läuft weg die ganze... Ich hasse sowas immer. Nice, okay. Spike übrigens auf Platz 2 meiner liebsten Brawler. Also direkt nach Leon. Zweitliebster Brawler, muss ich wirklich sagen. Kriegen direkt plus 13 und kommen. Erstmal zum Startup noch. Super selten, wichtig. Und zum zweiten Gadget. Und zwar dem Sukkulentenschutz. Das heißt, wir... 1920 Trefferpunkte haben wir. Achso, der Kaktus. Und da kriegen wir Heal. So, jetzt aber. Passt auf. Jetzt haben wir diesen Sukkulentenschutz. Der ist eigentlich ganz witzig. Das ist ganz witzig. Eigentlich relativ stark vor allem. Ne? Damit können wir es halt nochmal beschützen und so einen Kaktus vor uns stellen. Ich denke, die meisten kennen ihn. Junge, die Penny ist aber auch einfach voll reingelaufen. Geil. Ich kann den Kaktus halt schlecht nutzen. Jetzt hier kann ich mal vor mich setzen. Aber die machen halt alle Flächenschaden. So gesehen bringt das eigentlich fast gar nichts. Jetzt ist sehr gut. Nice. Ups. So, jetzt können wir einfach easy abstauben hier. Zack. Einfach hier einen Kaktus rein. Jawohl. Oh. Ja, okay, den ersten hätte ich mir hoch. Ich hab's unterschätzt. Ups. Ja, das war jetzt unnötig. Egal. Der zweite ist auch okay. Wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Folgen zum Patreon-Account und diesem Projekt verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Weitere geile Projekte und Folgen werden noch kommen. Okay, 2 Sachen kaufen wir noch und dann kommen wir zum Skin. Erstmal die 2 Star Powers jetzt noch direkt. Wir sind Power Level 9, holen uns die erste Star Power. Damit healen wir 1080 pro Sekunde, wenn wir innerhalb des Umkreises stehen. Ich glaube, am besten ist sogar einfach Shield erstmal. Für Spike. Let's go. Junge, warum läuft die Dings direkt auf mich? Was ist das denn? Wollte eigentlich nur die Kiste holen. Ja, ist okay. Irgendwie finde ich das andere Gadget sogar echt ganz nice. Also das, was ich da vorgespielt habe. Damit konnte ich echt die Kisten so schnell holen irgendwie. Das ist nix. Ah, ups. War ich doch ein Ticken zu... Was? Wieso geht er auf mich? Wieso? Digga, da ist ein Lower El Primo direkt neben dir, Mann. Ey, ey. Ja, okay, Glück gehabt. Stimmt, wir healen doch jetzt auch direkt in der Zone. Kann ich das kurz zeigen? Wahrscheinlich schwer. Oh, lol, Sekunde. Das wäre jetzt geil. Ich gehe mal voll rein. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Okay, Glück gehabt. Wir healen jetzt hier drin, oder? Hat man kurz gesehen, zumindest einen Tick. Aber jetzt hier, guck mal, jetzt hier. Das ist krass. Da sieht man es ein bisschen. Naja, ist ein interessantes Star Power, kann man schon spielen. Ich glaube, im Hotzone ist die teilweise auch ganz, okay, ganz originell. Junge, er läuft um sein Leben, Mann. Okay, sehr geil. Okay, eine Runde noch, dann holen wir uns einen Skin. Dunkler Lord Spike ist auch noch, glaube ich, ne? Episch, dann auf jeden Fall der, ja. Okay, wir kommen zur nächsten Star Power und zwar Bogenwurf. Das ist eine geile Star Power, damit können wir richtig gut treffen. Und dann kommen wir direkt zum Skin. Okay, auf geht's. Wir kommen zur nächsten Star Power Bogenwurf hier einmal. Damit können wir halt nochmal deutlich besser treffen, ne? Also die Star Power, muss man sagen, ist fast schon ein bisschen No Skill. Das heißt No Skill, aber sie ist halt... Sie ist halt einfach OP, muss man wirklich... Das kann jetzt nicht wahr sein. Oh je, das ist halt lost gewesen jetzt. Also man sieht es hier ganz gut, wenn wir jetzt hier ins Nichts reinschießen, ne? Wir fliegen halt in so einer Kurve. Was macht der da? Mein Streak ist weg sogar, was mache ich denn, Mann? Nein!
Egal. Okay. Die Runde gewinnen wir noch, dann holen wir uns direkt einen Dünger Spikeskin und maxen den Growlock instant. Also wirklich, das war. Ich hab Streuschaden einfach nicht gedacht. Na, ah, jetzt spielen wir ernsthaft, Mann. Das kann nicht sein. So, zack. Oh, das ist eine Shelly. Ach du Scheiße. Ich sag doch, wir spielen ernsthaft. Oh Gott, okay. Ah, nice, geht doch. Zack, zack. Oh Mann. Ja. Gleich werfen wir einfach mit Scheiße, ne? Das ist schon echt komisch. Wenn ich drüber nachdenke. Eine schlechte Ult. Aber okay. Wie er einfach stehen bleibt, Mann. Und noch einen Emote macht. Let's go. Okay, wir sind Showdown. Ich würde sagen, jetzt aber wirklich kommen wir hier zum Skin. Mich ärgert es nur, dass die Streak jetzt weg ist. Die Ult muss ihn treffen. Er kann da unmöglich. Ich wollte gerade sagen, nice. Let's go. 51 Trophäen haben wir schon mal. Das bedeutet, wir kommen erstmal zum Startup selten. Ist okay, ist okay. Jetzt aber. Wir gehen Power Level 11. Wir kaufen uns. Wir haben den Hypercharge schon mal gezogen, hä? Wie random, hä? Das ist krass. Dann erhöhen wir den Verlangsamungseffekt sogar. Und kommen jetzt zum Skin. Also wirklich. 199 Gems. Wie immer, wie gesagt, nochmal danke an der Stelle an jeden, der einen Creator-Code Jonas im Shop gedacht hat. Der noch alle 7 Tage neu eintragen. Und wir kommen zum Skin. Vor allem noch dieser Regenbogen einfach dazu. Das ist schon wild. Wir können sogar hier auch in der Lobby hier drehen einfach. Und hätten dran noch so kleine Haie einfach. Schon ein sehr random Skin. Aber ich sag ehrlich, für den 1. April finde ich das echt eine geile Idee. Muss ich wirklich sagen. Er ist schon speziell. April, April, da ist er. Geil. Und wir kriegen sogar ein, kann man sagen, ein Kack-Icon. Und Kack-Spray und ihn noch als Emote. Sieht eigentlich eher aus wie so ein Muffin, was er in der Hand hält fast. Okay, dann würde ich sagen, wir legen los. Aktivieren den Skin. Und pushen hoch. Und da ist der Skin zum ersten Mal. Da werde ich mich erstmal dran gewöhnen müssen. Der wirft halt wirklich mit Scheiße, ne? Das ist besonders. Schaut sich an, ey. Also es ist echt schon echt. Vor allem die Ulti ist auch nochmal ganz besonders, ne? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Mann. Das ist irgendwie. Das Ganze ist im richtigen Spiel. Ich habe bisher schon auf dem. Oh, krass, sehr guter Hit. Auf dem Deathbild schon spielen dürfen. Ziehen richtig zu spielen, ist echt komisch irgendwie. Das fühlt sich zu. Aber ja, gut, es passt halt zum 1. April, ne? Das fühlt sich irgendwie so weird an, den zu spielen, Mann. Wie dieser Haufen, Mann. Also viele finden den total kacke und so, also ist ja auch ein Kack-Skin, aber ihr wisst, was ich meine, aber haben wir kurz die Ulti gesehen. Aber ich finde ihn eigentlich echt geil. Also klar, es ist nicht der beste Skin im Spiel, aber ich finde es ist ein geiler Skin für den 1. April auf jeden Fall, finde ich. Also ich bin mal gespannt, was sie auch so die nächsten Jahre dann immer rausbringen werden. Und Albaby haben wir ja auch noch und die Challenge. Jetzt hier los ist hier keiner. Das ist Rosa. Zack, zack. Und die Ulti macht die Toilette. Ist halt crazy, ne? Okay, dann würde ich sagen. Oh. Ah, nice. Dann würde ich sagen, auf geht's erstmal 140 Trophäen. So, erste Runde Brawl Ball jetzt hier. Wir werden den größten Teil auf jeden Fall Showdown spielen. Gerade, ich würde sagen, ab 400 Trophäen spielen wir einfach Showdown heute. Dass ich so 100 Trophäen mal Solo Showdown spielen muss, könnte eh ganz witzig werden. Nice. So eine Kill-Animation bräuchte ich ja noch, wo so ein Scheißhaufen rauskommt eigentlich. Das wär's noch. Nice. Ich habe 86 gestern Rosses gespielt, ey. Aber ich habe mit Randoms 4 Rang 25er gepusht und Nani auf 800. Eigentlich schon solid, muss ich sagen. War teilweise echt bodenlos. Ich war so 7-mal Starspieler einmal und ich habe fast alle Runden verloren trotzdem. 7 von 10 Runden war ich Starspieler. Die nächste Runde, da bin ich wieder Starspieler, sehr schön. Auf geht's, entscheidende Runde für Rang 10, schon mal 140 Trophäen. Also, was soll ich sagen, Spike pusht sich echt gut, ne? Spike, eh ein Brawler, der aktuell auch sehr stark ist. Ich würde Tara gar nicht fighten, sondern einfach die Kiste direkt holen. Leider brauchen wir 3 Hits. Oh, jetzt Grog aufpassen. Lieber macht das Ding aktiviert. Es fühlt sich so unwirklich an, als so ein Haufen über die Map zu laufen, ne? Das ist wirklich weird. Haben wir eigentlich. Was habe ich getan? Oh, der ist zum Glück abgebounced. Sehr gut. Ja, das, die Runde haben wir. Ich meine, wir sind auf ganz niedrigen Trophäen hier. Es ist irgendwie so unwirklich, da so Haufen über die Map zu werfen, Mann. Die Toilette, Junge. Okay. Wir sind zum ersten Mal Rang 10 schon mal hier mit Spike. Ich bin mal gespannt, wie gut wir dann auf Solo zurechtkommen werden. Ich glaube jetzt einfach rein, ich habe 11 Cubes. Ja, ich mache eh viel zu viel Schaden. Sehr gut. 4.500 Trophäen. Wir kriegen fette Credits, sehe ich gerade. 500. Ist echt gut. Wir sind drin in der entscheidenden Runde schon mal für 300 Trophäen. Oh, wie läuft denn der rein? Wie läuft der? Der läuft total komisch. Oh, jetzt habe ich nicht getroffen. Bro, ich hätte Auto-Aimen sollen, einfach egal. Was? Let's go. 1-0. Mich triggert es immer, wenn man von dem Tor abwartet. Ich kann das gar nicht haben, Mann. Das kann ich, das triggert mich richtig. So, eigentlich können wir direkt hier so. Ah, die Ulti. Hätte ich schon ein bisschen mehr. Ja, wobei, die laufen halt einfach noch immer rein. Wieso?
Wobei, ich habe halt den Weg auch ganz gut zugemacht, ne? Ah, leider ist der Ball weggeschossen worden. Schade. Das ist immer nervig. Komm. Ja, ich denke nicht, dass das... Ich wollte gerade sagen, es war jetzt ein bisschen sehr mutig hier. Sehr schöne Ult. Oh, die Ult hat richtig gehittet. Vor allem mit dem mythischen Gear nochmal. War episches Gear? Ich glaube, episches ist es. Haben wir. Let's go. Das bedeutet... Ja, da sehen wir es. 21er Streak. Auf geht's. Wir gehen rein in die Entscheidung für 5-mal Trophäen. Wir probieren es in Solo-Showdown. Wenn wir gewinnen, sind wir schon mal bei 400. Ich bin mal gespannt. Ich pushe eigentlich nie Solo, aber hier müsste es eigentlich gehen. Klar, 5-mal Trophäen ist es auch nicht total low. Spike ist auch nicht der Beste jetzt für Solo. Aber die werden es, denke ich, noch nicht teamen, oder? Wobei, ich hatte, glaube ich, auch schon Runden, wo die schon auf 300 Trophäen auch geteamt haben, teils. Also, wir müssen schon schauen. Aber normalerweise hoffentlich nicht zu krass. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, perfekt. Können wir hier noch den Kackhaufen. Imagine, der Kaktus wäre auch irgendwie so eine Toilette oder so. Das wäre eigentlich auch geil für den Skin, aber ja. Ja, let's go. Das ist sehr krass. Wir müssen aufpassen. Wir müssen echt ein bisschen vorsichtiger sein, weil man ist ganz schnell im Sandwich, ne? Da waren gleich, hätten eigentlich alle auf mich drauf, gerade auf mich drauf gehen können, sag ich ehrlich. Sehr schön. Wir haben den Kill bekommen, man sieht die Kiox, perfekt. Nice, schöner Stun hier. Gold war schlecht. Ja, die erste Runde sollten wir damit eigentlich schon haben. Ich muss aber, wobei. Das war sehr motiviert. Wir hatten Stun aktiviert, wir müssen aufpassen, aber normalerweise sollte es eigentlich gehen. Nice, okay. Der erste Platz schon mal. Das heißt, wir haben tatsächlich eine 29er Streak, 411. Okay, wir haben schon mal einen Cube. Was genau macht der Miko jetzt da drüben? Okay, keine Ahnung. Nein, der Edgar. Okay, das hätte es echt gefährlich werden können. Leider nicht der beste Start jetzt hier. Da ist halt Spike auch nicht der geilste Solo-Brawler, wie gesagt. Also hier, ich kann es halt eigentlich nur so ein bisschen ihm ausweichen. Oh, er geht aber auch aggressiv auf mich, Mann. Was ist denn das jetzt? Warum ist er so aggressiv auf mir? Ich mag vielleicht den Skin nicht oder so, keine Ahnung, Mann. Was ist das denn? Wieso so aggressiv auf mich, Mann? Das war sehr lost von ihm. Das gibt's nicht. Was ist hier in der Runde los? Ich muss jetzt echt aufpassen, was ich mache. Was? Moment. Oh. Was ist das für eine Runde? Ich bin langsam schon mal top. Ich brauche noch einen Platz für die Top 4, ist ja wichtig. Ich bin so aufgeschmissen gegen alle eigentlich gerade hier, hä? Oh ne, er geht bestimmt jetzt auf mich dann. Ulti. Nice! Was macht er? Mord er so auch? Jetzt kriegt er noch die Cubes, Mann. Das ist so unfair. Hat er 6 Cubes. Das ist insane. Vielleicht hat er daneben geworfen. Mann, er schoppt alles ab, Junge. Was ist das? Ja, es wird safe Platz 1 für ihn, würde ich sagen. Mal schauen. Ja, der hat so hart abgestaubt. Ich hasse Miko auf Platz 1, wenn er Hassbrawler aufgesetzt. Egal. 30er Streak, 424, sehr gut, okay. Ja, okay, viele Edgars. Ja, okay, da ist eine Piper direkt. War noch zu schnell, es geht immer so ein paar Cubes, ist immer das Wichtigste. Ja, das ist direkt. Nicht, dass er jetzt einen Jump direkt ready hat, wisst ihr. Passt. Ja, ich sag ehrlich, das ist eigentlich jetzt dumm gewesen, da so nah ranzulaufen. Wir wissen ja nie nicht, dass er direkt wirklich den Jump ready hat. Das kann man ja nie sehen bei ihm. Das hat auch sehr viel Zeit gekostet. Plus 9. Okay, 66 Trophies. Komm, das sind 5 gute Runden. Und am besten, wir müssen vor allem jetzt die Streak halten. Okay, 5 gute Solo-Runden. Es ist halt, ich verstehe halt auch, ob Edgar so verhasst ist. Ich meine, schaut sich halt an. 5 Stück. Die Hälfte der... Das ist insane, Junge. Und vor allem ist das Problem, dass Edgar leider gegen uns auch wirklich gut ist. Also, was will ich jetzt halt machen? Wenn er so ein Gadget drückt, bin ich halt instant down. Ich kann jetzt nicht rein. War sogar noch ein bisschen dumm, dass ich halt so nah rangelaufen bin, merke ich gerade, egal. Die Lobby ist der Wahnsinn, Junge. Das ist wirklich bodenlos, Mann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt sehr gut, noch ein Kaktus ein. Okay, ein Edgar ist schon mal weg. 4 noch übrig, 3 noch übrig. Nice. Treff ich doch nicht. Oh, ich hätte ihn killen müssen. Ja, noch Mortis, Junge. Es ist echt eklig, als Spike Solo zu spielen, ne? Muss ich ehrlich sagen, Mann. Wir sind Top 4. Das ist gut. Reingebaitet. Ja, okay, schade. Ich dachte, er wird auch wieder reingehen. Egal, wir haben einen 6er oder 8er oder so rausgenommen, ne? Damit. Das ist eigentlich der Win-Save normalerweise, wenn wir nicht schlecht spielen. Also wir müssen den Win kriegen, sagen wir es so. Ob wir ihn kriegen, ist die Frage. Ja, lass ihn einfach in die Shelly reintränken. Hat er gar keinen Bock drauf. Bro.
Ich hasse nichts mehr, ne? Ja, danke. Also diese Leute, die dauernd nur weglaufen, Mann. Drück einfach Hypercharge in die rein. Okay, die geht auf. Let's go. 4 Games für die 500. Wir schauen ganz kurz, wo wir stehen. Ja. Ich möchte nur einen Hit zur Ulti, damit es ganz schwierig für ihn. Zwar jetzt, genau. Die Ulti ein bisschen schöner platzieren könnte, aber ansonsten was gut. Passt. Wir haben halt echt einen richtig beschissenen Start. Ja, nee. Alter. Die Ult war ja bodenlos schlecht platziert, Mann. Was mache ich denn teilweise? Oh, da war zum Glück keiner. Die laufen mir immer noch nach. Das ist ein Stream-Sniper, sag ich. Mann, sehr schlechter. So, das war noch 100% Stream-Sniper. Der hätte auch noch einen deutschen Namen gehabt. Guck mal, wie der mir nachgelaufen ist. Vor allem, wie dumm er ist, total schlecht er gespielt hat. Okay, die letzten 4 Runden. Auf geht's. Es sieht eigentlich sehr gut aus. Boah, ich dachte erst, ich hätte mich überschätzt. Aber der Schaden war ja wirklich insane. Boah, hätte eigentlich auch schief gehen können. Ich habe mich schon ein bisschen überschätzt. Meint er, der wird auf mich gehen? Aber es wäre eigentlich lost. Okay, macht tatsächlich. Ach, Digga. Und dann geht er doch wieder raus, ne? War klar. Aber egal, wir haben ihn. War voll regelt. Ah, der nervt mich hart. Der nervt mich richtig hart, Mann. Gibt's doch nicht. Ist wieder so einer, der die ganze Zeit nur... Oh, das ist so nervig, Junge. Schatz, was ist das denn, Mann? Was ist das? Digga, ich hab 13 Cubes, Mann. Mach jetzt mal irgendwas. Spin mich jetzt noch. So. Geile Runde, danke. Also ohne Witz, es ist halt ein Schwitzer. Vor allem war das sinnlos. Ich habe so viel, egal. Die letzten 3 Runden und dann gleich die LBB-Hide-Challenge nochmal. Okay, wenigstens eine Kiste haben wir sichern können, aber leider nicht der beste Start für uns. Junge, wie viel Luck hat die Ems bitte? WTF. Ist echt nicht so geil. Eventuell kriege ich hier noch einen Cube. Ah, hier sind... Oh mein Gott. Okay, würde ich mal die Büsche auschecken noch einmal. Okay, WTF. Was jetzt? Ich bin Kaktus. Oh, knappes Ding. Boah, Junge, die Runde, ey, wir sind Top 4. Boah. Ey, als Spike hat man es irgendwie. Vor allem hat man irgendwie so krass gefokust. Das wundert mich so sehr. Was war das denn, Junge? Wie random kam das denn gerade, hä? Mit 12 Cubes. Nice. Oh, die geht auf die Cubes fertig. Jetzt können wir drauf schießen. Muss halt aufpassen. Wird doch wahrscheinlich von einem Schuss sterben. Das tut schon weh. Sei... Guck mal, selbst mit 14 Cubes rennt die noch weg. Ja gut, fair. Sie hat halt auch viele Hits bekommen. Sie muss ja auch ein bisschen weglaufen. War eine schlechte Ult leider, oder? Ja, gewonnen. Geil. 481 die letzten 2 Runden. Für die 500. Ich wollte schon sagen, wenn der direkt auf mich gegangen wäre, da hätte ich Aggression direkt bekommen. Ich muss wirklich sagen, Spike ist echt ein guter Brawler, aber für Solo ist das wirklich nicht, ne? Also wirklich, wirklich nicht. Oh, wir können es, glaube ich, jetzt in Mitte sichern. Das war eine gute Entscheidung. Das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen sogar. Ich habe irgendwie eine ganz miese Position gerade. Oh, was ich jetzt bekommen? Oh, Junge, die Runde. Es ist echt... Ach, der da. Es ist echt immer eine schwierige Entscheidung, glaube ich, auf die Mitte zu gehen, Mann. Sehr schön. Wieso sind die alle so aggressiv auf mir? Was ist das für eine Runde? Ich kill einfach noch alle, aber... Boah, wenn einer sich nur ein bisschen geschickter anstellen würde, dann wäre ich ja sowas zum Tod gewesen. Wieso gehen alle auf mich? Ich habe, glaube ich, jeden Kill in der Runde gemacht bis zu der Ems gerade. Ich bin ganz seltsam alle. Was machen die denn alle? Egal, wir sind Top 3. Wieso sind die alle so aggressiv auf mir? Wir nehmen Spike nicht so ernst. Ach, wegen dem Skin bestimmt, oder? Stimmt. Ich würde echt sagen, dass die mich vielleicht mehr fokussen wegen dem Skin. Das kann halt wirklich sein, was das jetzt schon wieder. Nice. Bestimmt wegen dem Skin werde ich mehr gefokust, Mann. Das triggert vielleicht viele. Eine Runde für 500. Entscheidende Runde für 500. Wir haben alles bisher gewonnen, komm. Ich darf jetzt nicht die entscheidende Runde verkacken. Aber ich muss wirklich sagen, es war echt schwierig. Oder? Also wir hatten sehr viel Glück irgendwie auch. Hätte auch schon ganz schön schief gehen können, sage ich ehrlich. Also wir wurden in mehreren Runden halt so krass gefokust, ne? Das war ja gar nicht mehr witzig. War ja klar, dass wir hier abgestaubt werden. Haben wir? Ne, leider nicht. Hier noch so einen Heal bekommen? Wegen ihrer Star Power vielleicht? Ich glaube nicht. Ah, jetzt treffen wir leider nicht mehr so gut.
Ja, wobei zwei Cubes ist eigentlich solide. Was ist das? Werden mehr gefokust, habe ich schon das Gefühl. Muss ich ehrlich sagen. Nice. Komm. Die Cubes würden schon schmecken. Oh, nee. Wer denn da? Irgendwie, wie kann ich noch leben? Was hat er getan? Der Halbwert hat mich so gerettet gerade. Oh Gott, ey. Ich chill erst mal kurz. Ja, das Spike ist es echt nicht für Solo, ne? Ich merk's wirklich sehr jetzt gerade. Ich hoffe jetzt nicht irgendwo der Edgar noch. Da ist er noch, leider. Ich bin Top 6 schon mal. Ach, Liter. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ah, ist wichtig. Komm, wir müssen irgendwie rausnehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat er gleich einen Jump? Ich hoffe nicht. Komm. Als ob er den Curveball gedodged hat. Also wenn das Absicht war, war das crazy, hä? Ich denke nicht, dass es Absicht war auf jeden Fall Trophäen, dass der Curveball dodged, aber kann schon sein. Denke nicht. Ulti. Ah, die Ult war ja voll daneben. Nein, der nächste Edgar, Junge, das gibt's nicht. Die Mädchen werden ihn auch noch besiegt. Ja, wären wir nicht drin. Ey, das war ja wirklich Krampf. Krampf, Junge. Fünfer Trophäen mit Dünger Spike. Okay, was können wir... Oh, erstmal hier noch im... Boah, das holen wir jetzt alles am Ende ab. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Auf fast 5000. Holen wir jetzt auch noch hier am Ende ab. Haben wir noch ein Startup, okay. Ich glaube, wir bleiben einfach beim Spike-Skin, oder? Würde ich sagen. Open Map. Brawl Ball. Gut, theoretisch wäre... Eigentlich wäre ein Sniper besser, aber haben wir eh nichts Gescheites. Nee, haben wir eh nichts. Okay, 6 Siege brauchen wir. Wir probieren es mit Randoms, Mann. Die laufen ja komplett straight in uns rein. Perfekt. Erstmal noch Ulti aufheben vielleicht. Ich würde sagen, der Mods darf jetzt aber hier nicht durchkommen. Junge. Das beginne ich hier schon mal. Junge, der ist schon vor Edgar, Mann. Das kann eine sehr gute Ult werden. Mann, warum? Ah, ich kriege jetzt schon Aggression, wenn ich das sehe. Das war ein sehr schöner Hypercharge. Das ist sehr, sehr gutes für uns gewesen. Komm. Leute. Pass. Pass! Bro. Ich bin jetzt auch neben dem Ball. Es wird ganz schön aggressiv. Egal. 1-0, jawohl, 1-0. Let's go. Mach. Oh, ich wollte schon sagen. Okay, schauen wir rein. 3-1, Meisterschaden. Direkt hier Starspieler, sehr schön. Der erste Star-Drop. Und. Super selten. Na, wir haben noch einiges danach auch. Wir haben noch einen im Pass und noch viele Credits. Ah, schon mal hier schöner Damage drauf. Wir spielen alle Mortis, macht mich voll aggressiv. Oh, die hat mich getroffen. Das war nicht der Plan. Ups. Was macht Fang da? Oh, der Hypercharge. Richtig reingehauen. Eigentlich müssen die scoren. Ich denke, ich meine Ult auch extra nicht gewastet. Jetzt habe ich mich direkt die Ult wieder. Zack. Schön auch getroffen. Perfekt. Jawohl. Jetzt mit Ultpass nach vorne. Dann haben wir das. Ey, super stark. Die ersten zwei Runden. BTL, ich dachte kurz, sie haben nicht gescored. Nächster Startup Nummer 2 und so ein Legi-Startup-Back. Ah, ich hab ihn direkt geöffnet. Mann, ich wollte es eigentlich noch spannend machen, was wir draus ziehen, egal. Geil. Aber ich hab's gerade noch gesagt, wie random kommt das denn gerade, hä? Okay, wenn wir gewinnen, haben wir die ersten 3 Siege, die ersten 3 Startups und sind in der zweiten Phase der Challenge auch schon mal. Okay, wilde. Oh. Nice. Also ich meine, solange sie ja besser als die Gegner sind, passt das ja. Ich finde sie eigentlich solid bisher. Muss ich ehrlich sagen gerade. Ult. Der Gegner hat einfach gar nichts gemacht. Wir kriegen den nächsten Star-Drop. Hälfte der Challenge ist geschafft. Okay, zweite Map ist die hier. Ah, das ist noch besser für Spike sogar. Okay, wir gehen rein in die entscheidende Phase jetzt. Hier mit Spike. Was genau haben jetzt die Gegner hier vor? Oh, sehr nice. Die sind lost, glaube ich. Die laufen irgendwie alle falsch. Und meine Mason soll. Junge, solide. Heben sie auch noch die Ulti auf. Machen das Tor. Hä? Das ist interessant. Pass auf. Weg die Ulti hier rein. Aber klar, dass sie hier reinjumpen. Boah, fette. Ich habe irgendwie alle getroffen, glaube ich. Hey, wie gut sahen meine Mates? Also, ich kann mich echt nicht beschweren. Hey, wieso habe ich gute Mates? Normalerweise immer schlechte. Okay, Peter Startup 2 haben wir noch. Episch.
Shit. Auf geht's. Die letzten zwei Runden bisher haben wir alles gewonnen. Meine Mates waren insane bisher. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich gehe mal am besten über außen, sonst wird hier alle auf dem Haufen stehen. Ist doch noch irgendwo ein Edgar im Busch. Ich weiß es doch. Oh, der ist down. Was machen die Gegner denn? Oh je, Sekunde. Das ist nicht gut. Oh, nice. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, nochmal getroffen. Amen. Oh, los, ich hab gegen die Wand nochmal geschossen. Perfekt. Schade, Mann. Ja, wir dürfen halt auf gar keinen Fall sterben, vor allem. Das ist ganz wichtig. Ah, ich dachte, er wird nach vorne dashen. Schade. Oh. Ah, wie ich das da überlebt habe nochmal. Nice. Ist okay. Ich habe jetzt Hypercharge. Das ist sehr gut. Bisher haben wir alles gewonnen. Schöne Ulti, bitte. Oh, die hat jetzt reingeklatscht. Die hat richtig reingeklatscht. Er muss rein. Voll. Aber wir müsst ihr kriegen. Schade. Richtig. Und da bin ich lost reingelaufen. Das darf nicht passieren. Benutzt den Gadget. Oh, stimmt. Hab ich vergessen. Nice. Ja, wobei gut war die Ult jetzt nicht unbedingt. Ich hab ein bisschen Weg zugemacht, aber bringt es nicht so viel. Jetzt nehme ich mein Gadget zum ersten Mal. Jungs, der Ball darf halt jetzt nicht rein. Okay, gut. Ah, ein bisschen sehr die Ult gefeedet, aber ist okay. Oh. Ich wollte gerade sagen, es darf sie nicht. Ja, ist so gut. Ja, jawohl. Ey, 5 von 6 Games gewonnen. Also bisher. Wir haben also 5 von 5 sogar gewonnen. Wieder hier Starspieler. Letzte Runde in der Challenge. Da haben wir es. Die entscheidende Runde für die Baby High Challenge. Ich glaube, so heißt sie gar nicht. Egal. Jetzt guten Schaden. Vor allem bei Primo müssen wir gut rausnehmen. Und dann können wir auch, glaube ich, so einen Pin, ne, sogar. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich dachte. Wobei, war vielleicht gar nicht so dumm. Dann mussten sie in die Richtung gehen, alle. Weil irgendwie hast du an die Ult war doch dumm. Hallo, wieso läuft er nicht mit? Na, egal. Ja, ihn müssen wir dringend rausnehmen. Ja, okay, keine Ahnung, was auch der Primo da macht. Ah, schade. Nee, schaffen wir leider nicht. Ich werde jetzt auch schon nicht sterben. Nee, ich werde sterben. Ich kann nichts machen. Okay, das war bodenlos von Mortis da reinzugehen. Oh, Mann. Okay, das ist eine wilde Ult gewesen, glaube ich. Bitte down gehen. Nice, wieder eine gute Ult. Ja, und der ist ja komplett. Gut, er hat die Wände aufgemacht, fairerweise, aber. Ist nicht so viel. Ja, das ist sehr gut. Let's go. Ein Tor, dann haben wir alles gewonnen. Hä? Wie gut. In der Challenge hier mit Randoms. Spike war eine gute Wahl natürlich. Vor allem mit dem Skin auch nochmal irgendwie sehr schön anzusehen. Nice. Oh, ach so, denn. Okay, das war nicht so schlau. Ich hab's nicht gesehen. Das macht Max da hinten. Bisschen aufpassen, Primo und Hypercharge. Wir müssen uns ein bisschen defensiver spielen. Ja, auch ein bisschen aufpassen jetzt hier. Poison-Schuss. Ich glaube, ich werde. Oh, der Hypercharge war wichtig. Er hat mir das Leben gerettet. Oh, das war ein sehr schöner Hypercharge. Oh Gott. Okay, raus jetzt. Hier. Oh je. Jetzt geht's aber ganz gute Sache auch hier. Schöne Ulti. Schlecht kloppen. Das ist sehr gut jetzt für uns. Boah, 15, 30 Sekunden noch. Das ist spannender jetzt mal hier. Die Ult sollte treffen. Ja, aber nicht besonders gut eigentlich. Kann Max eigentlich mal auch mal angreifen oder so? Junge, kannst du nicht die ganze Zeit mit dem Ball. Er denkt, er ist der smarteste gerade, Mann. Weil er mit dem Ball die ganze Zeit rumläuft. Schieß doch vielleicht die Gegner weg. Wäre vielleicht noch mal schlauer als den Ball. Oh Gott. Wir wegen ihm verlieren. Alter. Er ist 15 Sekunden mit dem Ball nur rumgelaufen und dachte, er wäre der Schlauste damit. Das ist unfassbar. Sehr schön. 10 zu 2 nochmal. Unsere Mortis. Junge, es ist eigentlich insane. Ich hab die Sets gar nicht. Schau dich das an. 1 zu 7, 0 zu 3, Mann. Eieiei. Der Jean war stark bei den Gegnern. Hab ich gemerkt, dass sie so schlecht waren. Wir haben die Challenge gewonnen. Geil. Das bedeutet Startup und neuer Pin. Irgendwie beides auf einmal. Da ist der Pin. Der ist cool. Und noch den Skin kaufen wir uns direkt. Selten. Super selten. Sehr geil. Das war cool. Oh, wir kriegen jetzt, Sekunde, wir kriegen noch hier.
500 Credits, wir haben fast Crow. Na, selten. Schade, schade. Okay, damit nochmal der Baby-High-Skin. Da haben wir ihn. Den AT hole ich mir jetzt. Wobei, wenn der eigentlich gerade im Shop ist, der ist ja normalerweise exklusiv, also. Ja. Ist das TikTok 1000 Euro Gewinnspiel echt? Ja, das ist von mir. Let's go. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne an Creator-Code Jojonas ganz rechts im Shop. Und damit kommen wir noch zum Baby-High-Skin mit dem Pin und mit dem Spieler-Icon. Ist eigentlich auch witzig, dass sie den anderen Pin nicht reingepackt haben direkt, ne, in das Angebot. Muss man nochmal extra wieder Challenge holen. Sehr, sehr geil. El Baby High. Sehr geil. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne an Creator-Code Jojonas ganz rechts im Shop. Gerne alle 7 Tage neu eintragen. Danke für jeden Support, gerade auch an alle, die dran gedacht haben, wenn sie sich zum Beispiel den Skin gekauft haben. Und ansonsten haut rein, da ist noch der Abstand verlinkt. Danke für den krassen Hype weiterhin. Wir hatten im März über 20 Millionen Aufrufe mit Videos. Das ist verrückt. Bis dann. Haut rein, bis zum nächsten Video. Danke für den kranken Support. Ciao.